Hallo und willkommen zurück zu Elite Dangerous. Ja, wir sind hier, wo wir neue Planet, wo wir uns was angucken können. Und zwar bin ich hier beim K-Stern, ja, mittlerweile 230.000 Lichtsekunden Entfernung. Der Planet hat eine Argon-Atmosphäre und was interessant ist, es sind drei Biosignale: Bakterie, Fungoida, Ozeus. Und ich habe keine Ahnung, was das Fungoida oder Ozeus sind könnte. Und ja, deshalb würde ich sagen, wir gucken uns das mal an, das interessiert mich. Eventuell ist es sogar was, was man nicht kenne. Und ja, wir fangen einfach mal mit Fungoida an. Was allerdings auch böse in die Hose gehen könnte, weil manchmal finde ich die nicht, die Biester. Aber wenn man sie findet, umso besser. Und Ozeus würde mich halt auch interessieren, was das ist. Eine Bakterie, das ist irgendwie eine so Art, die, ja, die wird nicht so interessant sein, aber ja. Also ich hätte eigentlich, da das hier Eisplanet, ist es Eisplanet, ich habe keine Ahnung, nö, scheinbar nicht. Ich hätte eigentlich, was hätte ich denn erwartet? Keine Ahnung, ist es so Eisplanet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ach, felsige Eiswelt, okay. Also da hätte ich eigentlich eher Bakterien und Funiculua erwartet. Und ich bin halt hingeflogen, weil mich das 3 irritiert hat. Und ja, da habe ich jetzt halt komplett andere gefunden, die ich so nicht erwartet hatte. So scheint mir aber relativ dubios für Fungoida zu sein. Naja. Naja. Ich möchte doch ein bisschen in die Nähe vom Krater gucken. Weil, wenn schon, will ich jetzt hier ein bisschen was sammeln. Wenn man doch schon 230.000 Lichtsekunde flieht. Ja, ansonsten. Ach so, Stratum Tectonicus habe ich auch schon gesagt hier in dem System. Das war auf einem terraformierbarer Planet. Da gab es noch andere mit Schwefeldioxid, aber da gab es nur Bakterien. Die habe ich halt auch mitgenommen. Jo. Und jetzt halt das hier. Jetzt müssen wir sehr schon mal gucken, dass man hier überhaupt was findet. Okay. Das ist schon mal weniger als nichts. Und nicht so viel. Ui. Ui, ui, ui. Wo kommen wir da hin? Was ist denn das? Das ist die Ozeus da hinne. Naja, also, wenn du mich schon so bittest, dann. Ozeus Pumice Lime. Okay, dann, ja, also, fangen wir halt mit dem an. Ich auch nichts zu gehen. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man die hier finde, aber okay. Wissen wir schon mal, nach was wir suchen müssen. Ich habe also erst gedacht, das wäre so irgendwie Geysir. Also quasi die Wolke, wo der ausspuckt, aber ein bisschen verguckt.
3,1 Millionen. Ja, okay. Deute vor. Haben wir so relativ selten. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, wieso eigentlich nicht? Gut. Osiris ist es, was wir suchen. Tja. Nur wo sind... Nein, denn das Gebirge. Also ich glaube, dass das könnte noch ein Problem werden. Oh, komm mal hin. Ah ja, zumindest sieht man die schon mal von einiger Entfernung. Das ist schon mal gut. Ah, frage mal. Hier irgendwo. Na, komm. Nur, für Funguida müssen wir, glaube ich, noch einen kleinen Standortwechsel machen. Weil die hat sie ja scheinbar nicht. So, dann. Dünne, das war's Gebirgiges. Das kennt man ja zumindest von Osiris. Moment, war denn was? Nee. Das ging ja relativ gut. Zumindest mit deiner. Ja. Parksche. Ist eigentlich egal. Der Seite. Wunderbar. Da noch ein Bild machen. Und wollen wir nicht noch eins tun. Dann, ja, wohl oder übel, Standortwechsel. Bei Bakterien hat man jetzt auch nicht gesehen. Wie gesagt, Funguida wäre das Interessante. Ich habe keine Ahnung, was das hier bei Argon sehen könnte. Ich bin gespannt, ob man die überhaupt findet, weil mit denen, mit den Funguida habe ich in letzter Zeit ein bisschen Pech. Mit denen stehe ich auf dem Kriegsfuß. Die wollen nicht so, wie ich will. Oh, und auch sonst, was es sonst noch Neues gibt, es haben sich doch wieder einige Scandaten angesammelt, weil ich bin über diverse Wasserwälder noch geflohen. Also, die sind aufgetaucht, ich habe sie gescannt. Das hat dann immer noch einiges gebrungen. Also, Rückkehr zum Carrier wird sich eventuell auch wieder lohnen. So, mit Funguida haben wir schon, haben wir noch ihn gestellt. Aber wir gucken, wir sind auch gar nicht so weit vom Dings entfernt. Gerade hier runter.
Ja, Mama. Wir sind gar nicht so weit von Explorers Anchorage entfernt. Wo sollte man dann da hin zuerst? Ich glaube, Explorers Anchorage und dann Sagittarius A, oder? Stimmt. Oder ist es doch eventuell besser, wenn du auf so einen kleinen Bereich fliehst, wie du näher will, links gerade. Upsa. Upsa. Tiehahaha. Hier fliegen wir mal da hinten dran. Echt, wenn das da auch wie irgendwo ist, dann kannst du es eh nicht sammeln. Kannst du nicht landen. Und trotzdem wollen wir was sehen. Außer fliegende Steine. Okay, ich dachte schon, da wäre Bakterie am Berg gewesen. Ja, landen könnten wir hier schon, aber bringt uns nichts, weil hier ist nichts. Die Osseus, die haben wir schon. Ganz tolle. Da verließen sie ihn. Nichts, gar nichts. Mal Glück, dass wir die Osseus gefunden haben. Das ist ja. Das ist ja enttäuschend. So, wir könnten noch einen Standortwechsel machen. Ich würde einfach mal hinfliegen, wo Bakterien sind, damit wir wenigstens noch etwas gesammelt haben. Das ist nicht akzeptabel. Wie lockt man die am besten an? Ich habe keine Ahnung. Unsere Ingenieure vor oder die Dame von Vista Genomics, ob die weiß, wie man Fungoida anlockt. Können sie uns ein paar Köder mitgeben? Ja, gut, dann ja, probieren wir mal eine Bakterie. Und das einigermaßen klappt, würde ich eventuell, je nachdem, wie lange das dauert, machen wir noch einen Versuch. Und dann fliehen wir mal wirklich auf so ganz kleiner Platz irgendwie. Also
wo es Fungoida gibt. So also ganz, ganz stark lokal begrenzt ist. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Keine Ahnung, wie man hin. Ja, gerade hier. Das sieht nicht gut aus. Also es ist nicht unbedingt die Art von Gelände, wo ich Bakterien vermute wird. Tja. Oh, 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 oh. Was ist das da? Ajo, Gummodo. Bakterium Vesicula, Gold. Also, wenn sich Osolz genauso versteckt, dann genacht. Meine Güte, da brauche ich keine neue Brille, da brauche ich zwei Brille übereinander. Hallo? Wo? Ach, da vorne, okay. Hei. Und da bringt's nur 1 Million. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Naja, zumindest müssen wir jetzt hier, wonach wir so rum müssen. Vielleicht hätte ich doch ein paar Fenster abdunkeln sollen, damit man die Kontraste besser sieht. Das ist ja furchtbar. Naja, kommen wir hier. Das ist aber zu nah dran. Außer ist wir hier nehmen. Müsste auch reichen. Na, komm. So. Ah ja. War auch neu im Codex hier, logischerweise, weil die hatte man noch nicht. Wie auch das Osois. Ja, da vorne. Sehr schön. Gut, das ging doch besser als erwartet mit der Bakterie hier. So, da würde ich sagen, wir versuchen noch einmal einen Standort für Guida zu finden.
Frameshift Drive charging. Das Problem ist, hier ist direkt neben dran nur ein paar Lichtsekunde. Ist noch ein anderer Planet, auch Argon-Atmosphäre, drei Biosignale. Aber wenn das nur so Zeug ist, glaub, da will ich doch gar nicht landen. So, dann suchen wir uns mal ein kleines Plätzchen. Guck mal, da vorne hätte man doch gerade was rum hier. Demo Dings. Okay, Bakterien gibt es hier nicht, aber Osseus. Das ist schwer. Sollen wir einfach mal das kleine Ding da nehmen oder sollen wir. Da unten sind auch so ein paar kleine, also relativ kleine. Ich glaube, da kommen wir eher hin, ohne. Na ja, zumindest ist es Gebirge. Ob da noch irgendwo landen könnt. Naja, ist ja schon ein bisschen näher. Du musst schon gucken, dass du das da treffst. ja. Einfach mal einfach pressieren. Und so, wenn wir einfach so nur unfliehen. Das sieht alles nicht nur der Gegend aus, wo das Zeug sonst ist. Das ist das Problem. Die berühmte Fungoida Extrawurst. Ganz seltene Art. Tja, also hier würde ich normalerweise nicht mal Fungoida suchen. Bei sowas. Vielleicht ist unser Scanner kaputt. Nee, auch nur Stein. Die Fungoida-Erfassung ist kaputt im Raumschiff. Müssen wir auf dem Carrier mal checken lassen. Oh, nee, das ist auch nur. Was soll's. Sparen. Furchtbar. Schon wieder nichts. Könnte ich doch brechen. Ja, zumindest wer sich euch mal dann den nächsten Planet auch nicht antun. Das muss nicht sein. Noch nicht mal ein Fitzelchen von deinen Dinger gesehen. Nee, das lassen wir. Nur gut, das sollte wohl nicht sein. Moment, dort hinten können wir auch mal gucken. Ganz schnell. Okay, hier haben wir Bakterien, Osseus und ein Berg.
aber wie Sie sehen, sehen Sie sonst nichts. Nee. Okay, dann halt nicht. Schade. Kann man nichts machen. Dann würde ich sagen, mir Hans für heute, weil er da nicht so ganz erfolgreich. Naja, okay. 2 Proben gesammelt immerhin. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal dann. Bye, bye.